Ja, Freunde, heute zum ersten Mal World of Warships mit meinem kleinen Drachen im Hintergrund. Ich habe mir das lange überlegt gehabt und dann war ich jetzt zwischendurch krank und habe das immer weiter hinten rausgeschoben. Aber heute spiele ich zum ersten Mal hier World of Warships. Ich habe es jetzt gerade eben zweimal so gegen die KI hier gespielt. Und jetzt, ja, weiß ich, wie es alles funktioniert. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe mir ja auch schon vorher von Torve eine kleine Einweisung geben lassen, hier von meinem kleinen Torve, mit dem bin ich ja hier, US, wer ihn kennt. S-Division. Und ich habe mich für die Franzosen entschieden. Ich weiß, die Hälfte schreit jetzt wieder Boo. Ja, aber bei den anderen Sachen spiele ich schon Deutsch und ich wollte auch mal auf der Seite der Verlierer mitspielen. Und ja, ich habe jetzt hier angefangen mit diesem lustigen kleinen Schiff und dann habe ich mir sofort erstmal dieses hier geholt. Das ist Larvie, keine Ahnung. Aber ich kann momentan noch gegen keinen Gegner spielen und deswegen, ja, habe ich erstmal Tastatureinstellung gemacht und so erstmal getestet, wie es funktioniert. Und jetzt muss ich erstmal anscheinend ein paar Mal gegen die KI spielen, bis ich dann letztendlich auch mal gegen echte Gegner spielen darf. Ja, an sich das Spiel gar nicht so schwer. Man soll da so ein paar Punkte einnehmen oder die gegnerische Basis. So ähnlich wie bei War Thunder oder World of Tanks. Wenn alle Gegner tot sind, hat man gewonnen. Oder wenn eben halt alle Punkte über eine gewisse Zeit gehalten worden sind. Ne? Das Schöne ist, es ist eben halt mit Schiffen. Hier kann man nicht irgendwo im Busch campen. Hier muss man fahren. Ne? Ich habe natürlich gleich mein besseres neues Schiff jetzt hier genommen und hoffe, dass ich mit meinem kleinen Französisch, vor allen Dingen deutsche Flagge gibt es ja auch, ne? Also man kann ja auch mit deutscher Flagge fahren. Ich fahre jetzt hier mit der kleinen Franzosenflagge. Die Hälfte hat jetzt schon zwischendurch ausgemacht, hat sie gesagt. Nee. Wenn der Franzose spielt, auf gar keinen Fall. So, ich gebe unten links erstmal Vollspeed, voll geradeaus. Wir wollen den Punkt da vorne einnehmen. Rechts unterhalb ist unser Punkt. Und ich starte jetzt hier oben. So, ich habe jetzt HE. Jetzt werden die Geschütze geladen. Man muss eben halt auch aufpassen, wie man steht. Wenn man gerade zusteht, kann ich nur vorne mit der ersten Kanone schießen. Und wenn ich seitlich stehe, kann ich mit zwei Kanonen, also auch mit der hinteren schießen. Gut, je nachdem muss ich jetzt natürlich gucken, wie ich jetzt fahre. Und dann kann ich hier mit meinem Ruder so ein bisschen gegenhalten. Voll einmal rechts rüberziehen. Zack, neutral bleiben. Ruder mal ein bisschen rüberstellen. Perfekt. Noch sehen wir niemanden. Feind! Feuer! Feuer! Das ist ein gegnerischer Zerstörer. Ja, das ist schön. Halt mal drüber da. Hier muss man auf jeden Fall viel vorhalten. Ne, das heißt für mich immer ungefähr erstmal draufhalten, gucken, wo die Dinger hinfliegen. Der war nicht schlecht. Feuer! Feind nicht mehr zu sehen. Wir kommen hier mit Volldampf um die Ecke. Bom, bom. Babam, babam. Daneben. So ein Mist. Maschinenstopp! Hinten leichter Treffer. Treffer! Vorne auf dem Kommandoturm, wir stehen! Bum, 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 bum. Noch Frontgeschütze. Torpedos direkt voraus. Torpedos? Torpedos direkt voraus. Die gönnen mir nichts. Seitlich drin. Knall ihm eine. Bam. Dreht bei, komm schon! Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt.
mal das Ding wieder voll drehen. Oh, scheiße. Voll links, volle Breitseite. Anlegen. Feuer! Muss hier selber erstmal klarkommen. Voll drehen. Ein Glück sind das KI-Gegner, die würden mich sonst anders machen. Bom, bom. Der saß. Bisschen höher. Feuer! Bam! Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Legen aus voller Fahrt. Bum, 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 bum. Wir ziehen geradeaus durch. Nur die Frontgeschütze nehmen. Maximum rüberziehen. Nehmen wir mal die Panzerbrechende. Mal sehen, ob die was bringt. Warum piepen wir so? Oh. Eieiei. Unser Team hat die Führung übernommen. Na, wir gehen mal hinten einer rauf. Ich weiß nicht. Nein, wir wollen darüber. Also ich bin noch nicht der Brandivier-Master hier in dem Spiel. Wir drehen volle Suppe bei. So. Also mit der Panzerbrechenden, glaube ich, muss ich mehr seitlich treffen. Versuchen wir die AE wieder. Rüberladen, 8 Sekunden. Der war nicht schlecht. Weit vorgehalten. Maschinenstopp. Schuss auf Verdacht, oben drüber. Volle Fahrt voraus. Können wir nicht drüber halten. Also die Entfernung abzuschätzen ist echt schwer. Ist nicht einfach. Nicht einfach, muss ich sagen. Zwei Zerstörungen in Brand gesteckt. 36 Treffer. Also es ist eine Kunst. Ja, also hier kommt es wirklich aufs Zielen und aufs Positioning an. Hey, ich bin Stufe 3. Container. Kriege ich jetzt? Zufallsgefecht. Oh, scheiße. Ich darf jetzt gegen echte Gegner spielen. Ich werde so verkacken. Schön. So. Kriege ich noch ein besseres Schiff? Was ist das hier eigentlich? Zugestellt. Ah ja. Warte mal, hier waren noch irgendwo Module. Kann ich jetzt hier irgendwie mein Schiff verbessern? Nicht erforscht. Erforschen. Ja, bitte. Ja, einbauen. Was ist das? Kann ich das forschen? Kann ich das forschen? Ne, das ist das neue Schiff. Ne, das will ich nicht.
Ach so, hier kann ich dann wechseln. Notwendig, haben wir nicht. Gut, so viel Forschung haben wir nicht mehr. Gut. Dann schwimmen wir jetzt zum ersten Mal gegen echte Gegner. Wir werden so verkacken. Aber ich bin Franzose. Da darf man verkacken. Oh fuck. Ein Zerstörer. 5 Schlachtschiffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ottos Mops kotzt. Oh Gott, oh Gott. Live gegen den ersten Gegner. Wird ein kurzes Video. Ich glaube, wenn Sie jetzt nur noch 2 Minuten vom Video sehen, dann wissen Sie, ja, der Roland hat sofort von Anfang an verkackt. Na gut, wir schauen erstmal, was mal rauskommt. Wenn ich bester Mann auf dem Feld bin, dann habe ich wieder mit den größten Flaschen zusammengespielt, die auf der Welt zur Verfügung standen. Ach ja. Sie warten auf Gefecht. Ihr Schiff. Stufe 2, die Jurin. Jurin. Oh Gott. Ich werde so verkacken. Spieler innerhalb ihrer Reichweite. Sitzt er nebenan oder was? Ich klingel mal beim Nachbarn. Wenn er genau dasselbe spielt, dann ist irgendwas verkehrt hier. Du bist scheiße, Roland. Ruhe da hinten. Ich will nur das hier. Standardgefecht. Insel. Was? Maus 4. 1, 2, 3, 4. AP, tief gegen schwer gepanzerte Ziele. Naja, wir haben zumindest nicht das kleinste Spiel. Kleinste Schiff. Oh Gott. Alle Mann auf Gefechtsstation. Wir fahren ein bisschen links rum. Und hoffen, dass wir es überleben. Jetzt steigt die Spannung. Aber gegen andere spielt es schon eine ganz andere Sache. Kann ich so weit schießen? Nee, der ist so weit weg. Zwei drin. Maschinen halbe Kraft. Der ist viel zu schnell. Wir drehen nach links, nach rechts ab. Volle Kraft voraus jetzt. Die Meine verpassen. Schieß, Junge! Schön daneben. Wo ist der Flachzange? Bautz, na endlich! Gegnerische Zerstörer gesunken! Chaba Junior fliegt und fliegt und fliegt und weit rüber. Mal sehen, wer besser zielen kann.
Bam! Ich würde sagen, ich habe als letzter getroffen. Ja, mein Freund. Er dreht ab! Jetzt kriegst du eine. Bom! Juhuhu! Alec, Feuer! Den machen wir nass! Halt, wir müssen jetzt abdrehen. Hier ist also eine Wand. Das ist ungünstig. Feueralarm! Damit haben wir nicht gerechnet. Problem gelöst! Oben vorne auf dem Kommandoturm. Schießer, mein Guter. Wir haben zwar nur die Frontseite. Ausweichen. Sehen, wer besser schießen kann. Knappe Kiste, wir haben mehr Life. Komm schon! Bam, bam, bam! Hör mal, was für ein Duell hier! Volle Kraft voraus! Scheiße, drüber gehalten, das ist nicht gut. Versenkt. Viertelkraft. Unser Team hat die Führung übernommen. Da kann ich nicht schießen. Höher. Reparieren. Noch ein Stück höher. Volle Kraft voraus und beidrehen. Kann ich dieses Feuer... Schwer zu sagen, ob ich da was treffe. Weit drüber. Bin ich auch nicht. Ah, das sieht immer so weit aus. Wir drehen nach links mit Volldampf ab und nehmen den Punkt ein. Und da hat doch nichts mehr. Er trifft nicht. Ein Stück höher. Maschinen voller Kraft zurück. Schon. Da hinten was zu treffen, was ich nicht treffen kann. Maximale Reichweite. Ich glaube, das ist das Maximum, was ich schießen kann. Volle Kraft voraus. Ja, so können wir auch langfahren.
Torpedos auf Steuerbord. Torpedos direkt voraus. Unser Team hat die Basis erobert. Mann, was für ein Gefecht. Schweißgebadet, ich hab den Gegner abgeschaltet. Ich bin Held. Zwei Zerstörungen, ich hab überhaupt nichts gesehen. Wo hab ich den zweiten erschossen? Das ist einer. Keine Ahnung, es war bestimmt so ein Kacklappen, genauso wie ich, der sich gedacht hat, scheiße. Ah. Also es dauert ganz schön lange, bis du da so einen Gegner kaputt kriegst. Ne? Also es ist echt hart und richtig spannend. Ne? Ne, also der Vorteil ist eben halt von einem großen Schiff eben, ne, du hast mehr Geschütze und mehr Feuerkraft. Ne? Der Nachteil ist, du bist halt nicht so beweglich. Ne? Wenn du also so einen kleinen Kreuzer hast oder so einen kleinen Zerstörer, der schnell und wendig ist und du triffst ihn nicht, ne, dann macht er den nass. Ne? Also es ist schon echt spannend. Und ich werde jetzt, wie gesagt, hier die Franzosen spielen. Ich weiß, es ist traurig. Ne? Aber die Deutschen spielen nun mal halt wieder alle. Und die Engländer wollte ich nicht, die Amis auch nicht. Und die Chinesen, die waren mir genauso wie die Russen ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich mal gedacht, na komm, schwimmen wir mal auf der Franzosenseite. Ich werde mir das jetzt erstmal anschauen. Und dann kommen wir hier auf jeden Fall mal zugucken, ob ich hier wirklich mal was abgeschossen kriege. Ich finde es auf jeden Fall besser als World of Tanks, weil, wie gesagt, es ist komplett was anderes. Und ja, ich finde es interessant.